Am Nachmittag des 4. Juli verbreitete sich auf dem Mittweidaer Marktplatz ägyptisches Flair. Die Hochschulbühne am Schwanenteich hatte unter dem Motto »Folge dem Ruf des Pharao« ein Fest organisiert. Es wurde von den Studierenden der Hochschule Mittweida zum Anlass genommen, ihr neues Theaterstück bekannt zu geben. Im Dezember soll das Musical »Aida« auf die Bühne am Schwanenteich kommen. Darüber hinaus lud eine Lounge zum Entspannen ein. Um das ägyptische Flair ganz nach Mittweida zu bringen, gab es Köstlichkeiten, die an das Land erinnern. Die Studenten brachten weiteres internationales Flair hinzu. Sie nutzten individuell das Angebot asiatischer Fastfood-Küche. Für kleine Gäste war mit Kinderschminken und Eselreiten auch gesorgt. Ab 18 Uhr gab es Bauchtanz und auch ein wenig Unterweisung dazu. Später unterhielt ein Feuerkünstler die Besucher. Jedes Jahr treffen Studenten aus allen Fakultäten der Hochschule Mittweida zusammen, um gemeinsam ein Stück auf die Beine zu stellen. Sie arbeiten in der Regie, üben Szenen im Schauspiel, jammen in der Band und bauen wochenlang riesige Bühnenbilder.